Erstmals wirst du von dem Leben aufgeweckt, indem du plötzlich in einer Krise steckst. Auf einmal scheint der Himmel rundum nur noch grau. Jene Zusprüche hörst du nicht, dein Kopf wird taub. Der Boden unter deinen Füßen, er wird weggezogen. Ohne Warnung bist du auf dem Asphalt aufgestoßen. Und du merkst, wie der Schmerz durch deinen Körper fließt und dir das Wort Hoffnung aus dem Wortschatz fliegt. Dein Herz erleidet Stiche durch diesen ganzen Stress. Du willst zwar nicht, aber die Kraft, sie verlässt dich nach und nach, was sich an deiner Gesundheit rächt. Das darf nicht sein, nein, es wird ein Punkt gesetzt. Denn die Belastung, die musst du nicht alleine tragen. Es gibt da jemand, der dir schwört, es wird ein Ende haben. Jemand, der dich auffängt, auch an den schwersten Tagen. Du musst nicht warten, denn ich werde das Elend von dir jagen. Es gibt Dinge, die man leider nicht vorhersehen kann. Durch solche Dinge fühlt man sich wie an die Wand gefahren. Gedanken setzen aus, du schreist alles raus. Es hört nicht auf, es wird eine Riesenszene draus. Du erschrickst, wenn dir klar wird, was dir gerade passiert. Dass du anders wirst, weil der Schmerz regiert. Doch dann sammel dich, besinne dein Verstand. Finde zu dir selbst und nimm das Schicksal an die Hand. Manche Dinge kann man nicht bestimmen, das sage ich dir. Man kann nur akzeptieren und dabei sich nicht selbst verlieren. Egal wie schwer etwas ist, bleib dir treu. Vergleich das Leben mit einem Spiel und misch die Karten neu. Schließlich ein Kapitel hat das lange nichts zu sagen. Nach jedem Ende kommt ein Anfang, das wird dich erwarten. Ich weiß, es ist so unverständlich und nicht zu begreifen. Doch denke an den Spruch, man lässt sich halt vom Leben leiten. Verdammt, es tut so weh, das kenne ich nur zu gut. Doch nach der Trauer folgt der Mut und dann bist du am Zug, dich wieder aufzubauen und dich zu reparieren. Denn auch danach wird eine Zukunft für dich existieren. Also lass dich nicht hängen, das würde niemand wollen. Sondern das, was geplant ist, weitergehen soll. Die Kraft liegt in den Wünschen, die man für dich hatte. Denke an die Worte, die man dir einst mal sagte. Nicht noch länger warten, nein, wofür denn auch? Stets auf, Kopf nach oben, setze Lächeln drauf. All das Erlebte bleibt eine Erinnerung. Es lebt in dir weiter und das geht niemals um. Es gibt Dinge, die man leider nicht vorhersehen kann. Durch solche Dinge fühlt man sich wie an die Wand gefahren. Gedanken setzen aus, du schreist alles raus. Es hört nicht auf, es wird eine Riesenszene draus. Du erschrickst, wenn dir klar wird, was dir gerade passiert. Dass du anders wirst, weil der Schmerz regiert. Doch dann sammel dich, besinne dein Verstand. Finde zu dir selbst und nimm das Schicksal an die Hand. Wisch die Tränen nun von deinem Gesicht, mach die Augen auf und seh das helle Licht der Positivität, die Macht der warmen Sonne. Sie strahlt dich an und dadurch fühlst du dich gleich vollkommen. In deinem Blut strömt die Energie von allen Menschen, die es möglich macht, dir das Leben hier zu schenken. Behalte dir im Kopf, dass niemals jemand ganz weggeht, weil ein großer Teil für immer in dir lebt.